Das sieht aber großartig aus. Wow. Das sieht schlimm aus. Sanfi. Wieso sieht die Villa wie ein Schloss aus? Sind das die Auswirkungen der Ultraforte, von denen Pia gesprochen hat? Kein Schritt weiter! Oh, das Fabian nicht anders sprechen müssen. Was macht denn Fabian hier? Fabian, was tun Sie denn hier? Genug von dir, seid brav, Kinder, und hört auf, euch Team Rainbow Rocket zu widersetzen. Der ist doch auf deren Seite. Ja, der war schon immer der Blöde und der Böse und der Verrückte. Hätte ich ihm zugetraut. Wie meinen Sie das? Wenn Team Rainbow Rocket das Erdparadies erstmal unter seinen Fittichen hat, dann wird das unsere Organisation zu neuer Größe verhelfen und wir können noch mehr Pokémon in unsere schützende Obhut nehmen. Sollte dieser Plan dank meiner Hilfe aufgehen, würde meine Karriere ohne Zweifel ungeahnt Höhen erreichen. Als Team Rockets Forscher oder was? Ich werde einflussreicher sein als je zuvor. Eine wunderbare Vorstellung, findet ihr nicht auch? Das darf nicht wahr sein. Fabian, Sie haben sie etwa. Er ist an Schuld dran oder was? Unser Fräulein zeigt sich wie gewohnt äußerst scharfsinnig. Ich war nie überrascht, dass es dir gelungen ist, Cosmog zu entwenden. Du vermutest richtig. Ich habe alles in die Wege geleitet, damit Team Rainbow Rockets unsere Organisation ohne große Schwierigkeiten übernehmen können. Fabian, wir haben ihnen vertraut. Wie konnten sie uns nur so hintergehen? Und jetzt fängt es an, wie die Prinzessin zu klingen. Nicht die Prinzessin, die Präsidentin. Die Elder Foundation ist nicht einfach nur in der Stufe auf ihrer Karriereleiter. Merken Sie nicht, dass Sie anderen damit Leid zufügen? Damit dieser Wahnsinn muss aufhören. Du bist zwar scharfsinnig, aber leider auch ganz schön unvernünftig. Es war ja abzusehen, dass selbst ein Genie wie ich sich geschlagen geben muss, wenn dieses Früchtchen dort auch noch Gladio und dem Enkel des Inselkönigs unterstützt wird. Aber da du unser Champ ja bloß ein Klotz am Bein bist, liebe Lilly, sollte diesmal ein Sieg für mich in greifbarer Nähe sein. Was, sie ein Klotz? Also hallo, Lilly ist kein Klotz an meinem Bein. Also, das möchte ich mal anmerken. Lilly ist niemandem ein Klotz am Bein. Lilly ist keine Last. Nein, niemals. Sie werden schon noch sehen, zu was ich fähig bin. Wenn ich alle meine Kraft zusammennehme, die Reise an der Seite von Zwergenfee hat mich verändert. Kämpft sie jetzt, oder was? Sehr ergreifend. Nun gut, ihr wollt es nicht anders. Ich, Regionalleiter Fabian, die wirklich letzte und absolut unüberwindbare Bastion hier im Erdparadies, werde euch Rotznasen auf den Boden der Tatsachen zurückholen. Die letzte Bastion, ach, das kennen wir ja. Letzte Bastion bist, ja, das ist uns allen klar. Ja, ja, die letzte Bastion. Erd Foundation Personal möchte kämpfen. Fabian, du holst natürlich immer eine Hanslange mit dazu, das ist ja, ja. Alleine kämpft er nicht. Oh, Lilly kämpft. Dürfen wir das auch mal sehen? Ach komm, ich nehme Galoppa hier. Ich hau die mit Galoppa Platz. Mittlerweile nicht viel stärker als der Rest meines Teams. Schlagbohrer auf Lepumentas. Und Lilly darf dann auch mal kämpfen. X-Abwehr auf Lepumentas. Schlagbohrer. Spiel von Nepomentas wirkt, was? Ja, okay. Den halt nicht.
So. Pipis erste Attacke. Lilis erste Attacke. Lichtschild. Ja, okay. Und meine defensive Attacke. Flammenblitz auf Lipumentas. Darf das mal endlich wirken? Flammenblitz. Komm, Galoppa, mach's alle. Zack. Naja, mach's alle, sieht anders aus. Oh gut. Oha. Das sah episch aus. Standpauke. Der hält uns hier eine Standpauke, oder was? Naja. Und was soll ich denn dazu sagen? Reflektore. Setzt jetzt immer nur so defensive Attacken ein. Stromstoß auf. Ja komm, auf Granbull. Lipumentas kriegen wir nicht mehr alle. Stromstoß, Barz. Hui, das sind zähe Pokémon hier. Die letzte Bastion ist stärker geworden. Respekt. Ich hab's vielleicht ein bisschen unterschätzt. Nach dem, was er geleistet hat, der Fabian, bei unserem ersten Kampf. Ja. Letzter Bastion, ja. Das bringt nicht sehr viel. Verbrennung schadet Lepumentas, das ist gut. Paralysiert ist er auch. Das ist ja noch besser. So, Granbull mit Nitro-Ladung beenden. Na komm. Setz dem Ganzen ein Ende. Galoppa. Nein, nicht den Ganzen, aber... Ja, der hat noch weitere Pokémon. Aber Granbull haben wir jetzt ein Ende gesetzt. So. Dann das nächste, bitte. Das nächste Pokémon. Wie beim Arzt sind wir jetzt... Der nächste Aufruf. Der nächste Patient bitte ins Wartezimmer. Nicht ins Wartezimmer. Das Patientenzimmer. Naja, gut. Lilly hat es versucht. Sie tut ihr Bestes. Ja, sind noch viele Pokémon im Kampf. Könnte durchaus ein starkes Team werden. Das könnte eine starke Herausforderung sein. Eisenschädel auf Lipumentas. Na komm. Chuck, hau zu. Schlag zu. Endkräfte. Barz. Ja, das bringt auch nicht viel. Zauberschein. Okay, Chuck ist eh schon fast besiegt. Mondgewalt. Das bringt nicht sehr viel. Lilly, was ist mit deinem Pokémon los? Eisenschädel. Ja, das bringt auch leider wenig. Uiuiui. War Galoppa die einzige, die so viel anrichten kann? Oder wird das jetzt ein zäher Kampf? Oder was ist jetzt hier los? Wird das jetzt ein Kampf von der Art letzte Bastion? Wie man sie erwartet? Oder was? Oder ist das so ein Kampf, den wir nicht gewinnen müssen? Wir werden es herausfinden. Joa. Schon stabil, dieser Kampf. Nicht der schlechteste. Da habe ich den wirklich unterschätzt. Ein Rezept gebe ich dir auch bald. Ein bisschen Psychomittelchen hier. Und was gegen deine Verrücktheit hier. Was könnte da helfen? Ja. Zwei haben wir schon besiegt. Da waren es nur noch vier, wenn ich richtig gezählt habe. 6 minus 2. Pipi schläft. Joa. Auch gut. Hypno. Toll, das dauert hier noch ein Weilchen. Ja, vier haben wir noch vor uns. Wie wäre es denn mit Nitro-Ladung auf Hypno? Ich hoffe, das bringt etwas. Traumfresser. Oh, das arme Pipi. Wurde besiegt. Lies Pokémon. Lies erster Game Over beim Pokémon. Oha! Das bringt ja verdammt wenig. Zack! Die wurde geschadet. Geschädigt. Bohrstabel. Hypno! Komm, irgendwann kriegen wir das doch auch hin. Erstmal Hypno besiegen. Weil der will uns hypnotisieren, der will uns einschläfern. Ist nicht gut. Pitzwurf. Oha. Schafft scheinbar auch der andere. Nicht gut. Nicht gut. Haben wir was dagegen?
Haben wir was, was wir einsetzen können? Sinnebeere. Nee. Sieht schlecht aus. Aufwecker haben wir. Zwei von Mozi bekommen. Im letzten Part. Zack. Steve ist aufgewacht. Ha, Traumfester bringt nichts. Kann man weiterkämpfen. Volle Möhre. Ja, Bohrschnabel auf Hypno. Komm, mach mal das Ding zu Ende. Wir sehen was. Ui, das war ein effektiver Attack da. Steve wurde besiegt. Dann wohl eher nicht. Zauberschein ist natürlich fehlgeschlagen. Los, Necrozma. Du scheinst doch auch eine Ultrabestie zu sein. Zumindest behauptet Samantha das, dass du eine Ultrabestie bist. Nachthieb auf Hypno. Das soll sehr effektiv sein. Macht dem Ganzen ein Ende. Hypnose. Gibt's doch nicht. Necrozma schläft. Mir wird nicht gepennt mit einem Kampf. Zauberschein. Ja, mei. Haben wir noch einen Aufwecker? Ich hätte den gern mal. Aufwecker auf Necrozma. Ja, mei. Das ist schon ein gutes Vorzeichen für die nächsten Kämpfe gegen Team Rainbow Rocket. Und das jetzt hier schon vor den Toren so anstrengend wird. Na, da wissen wir ja, was auf uns zukommt. Ach, Hypnose. Was setzt der schon wieder Hypnose ein? Was will denn der? Ja, jetzt haben wir keinen Aufwecker mehr. Kacke. Hätten wir uns noch fünfmal schlafen legen sollen. Zu Hause. Lilly hat keine Pokémon mehr, oder was? Traumfresser. Ja, gut. Wird jetzt wieder geheilt. Nachthieb ist wieder wach geworden. Ja, nice. Na komm. Hypno wurde besiegt. Ah, einer weniger. Da waren es nur noch drei. Uiuiui. Das wird jetzt auch wieder eine partfüllende Sache. Die Cosma erreicht Level 68. Und die erreicht Level 60. Renkte Schmied. Vergiss es. Nix da. So, Zauberschein. Ja, Haurne. Und drei Pokémon hat er noch. Also, müssen wir die beiden besiegen, nur noch eins. So, Nachthieb auf Knirrfisch, das soll sehr effektiv sein. Haurne, Knirscher. Knirscher ist sehr effektiv auf Necrozma. Geil. Da haben wir noch Hoodie und Pikachu. Los, Hoodie. Du hast sehr effektive Attacken. Du kriegst auch noch zwei hin hier. Die zwei beiden. Und hier auch noch besiegen. Laubklinge auf Knirrfisch. Um Lamelux kümmern wir uns gleich. Hoodie wurde besiegt. Das ging zackig. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Letztes Pokémon. Pikachu hat so auch sehr effektive Attacken. Wollte ich sagen. Da hat sich meine Zunge verknotet. Stromstoß auf Knirrfisch. Na komm. Auwei. Joa, Pikachu wurde besiegt. Wir hatten es fast. Noch drei Pokémon. Na gut, das ist die Hälfte. Keine Kampf wegen Pokémon mehr. Joa. Nö, ist klar. Mit schwarz vor Augen. Echt von den Rüben vorne rein. Ja. Ja, das nutze ich jetzt mal als Ausrede. Da bist du ja wieder, Zwergfee. Das lief nicht ganz so, wie du es dir gewünscht hattest. Stimmt's? Gönn dir erstmal eine Pause. Ja, das mache ich jetzt auch im echten Leben. Ich mache mir jetzt mal eine Pause und führe das den Part jetzt nach der Pause fort. Wir sehen uns gleich wieder. 6,5 Stunden später. Ja, nice. Da haben wir ihn mal besiegt, den Arena-Leiter. Quatsch. Den Fabian. Ja. Ich war gerade mit den Gedanken irgendwo anders. Ja. Da haben wir besiegt den Fabian. Die letzte Bastion. Ich muss zugeben, die war schon aller Ehren wert, die letzte Bastion. Mittlerweile ist es Nacht geworden. Ich habe da ein paar Versuche für gebraucht. Aber hallo. Diesmal hat das wirklich ernst gemeint.
Das ist endlich mal wieder ein Großgelegenheit. Endlich hast du es. Um es mit den Worten eines weisen Mannes zu sagen. Zwergenfee gewinnt 10.488 Pokémon-Dollar und geht siegreich aus dem Kampf gegen Fabian hervor. 88. Und 1.488 Pokémon-Dollar aus dem Kampf gegen Fabian hervorgehen. Alles klar. Diesen Kampf mögt ihr gewonnen haben, aber das bringt euch kein Stück weiter. Die Ultraworte sind Gedanken des Bosses verbunden und reagieren auf sie. So konnte er die niederträchtigsten Bösewichte aller Welten hier bei uns vereinen. Ach, wenn diesen Moment wir nichts Besseres zu tun haben, als die Technologien der Alpha Foundation für allerlei Forschungszwecke zu verwenden. Wie dem auch sei, ich wünsche euch viel Spaß dabei, eure unausweichliche Niederlage anzukämpfen. Kommt, Zwergfee, gehen wir. Jo, wir gehen. Und zwar dort hinein in das Team Rainbow Rocket Schloss. Ich bin darauf gefasst, was kommen mag. Auf geht's. Vorbereitet. Team Rainbow Rocket kann kommen. Auf geht's in den Kampf. Was auch kommen mag, ich bin vorbereitet. Im Rocket Schloss. Hui, das sieht ja schon mal sehr düster und diabolisch aus. Aber unbedingt. Na dann, treten wir durch die erste Tür, oder was? Oha. Eine dunkle Halle. Eine schwarz-rote Halle. Lilly. Was macht denn die hier? Oh nein, selbst diesen Raum haben sie verunstaltet. Mit diesem Zimmer verbinde ich so viele Erinnerungen. Die Spiegeltür zum hinteren Zimmer lässt sich nicht öffnen. Wir müssen wohl einen anderen Weg finden. Lass uns fürs Erste zum Eingang zurückkehren. Okay. Zurückkehren? Das hielt ich bisher für keine Option, aber... Okay, okay. Oh, wen sehe ich denn da? Team Rocket. Team Rainbow Rocket Rüpel. Eindringlinge. Ihr wagt es euch, uns in den Weg zu stellen. Wir sind Team Rainbow Rocket. Team Rainbow Rocket. Team RR. Team Rainbow Rocket. Niemand kommt uns ungestraft in die Quere. Warte, bitte kurz. Meine Beine sind dann plötzlich so. Glaubst du wirklich, du könntest uns mit so einem miserablen Trick verlegen? Dass ich nicht lache. Hehehe, unsere Kleinprinzessin wird gleich ganz aus dem Weg geräumt. Passt mal auf, ihr Knöllchen. Bromley. Der Bromley ist wieder da. Kinder, Bromley, keine Gnade, ich bin euer schlimmster Albtraum. Hier kommt der große böse Bromley. Hey, dich kenne ich doch. Du bist der Boss von Team Skell, diesem erbärmlichen Haufen von Verlierer, die sich vor einer Weile aufgelöst haben. Keine Prinzipien, keine Ideale. Und so jemand besitzt die Dreistigkeit, in unser Rocket-Schloss einzudringen und uns dazwischen zu funken. Tja, was soll ich sagen? Damit liegst du völlig richtig. Ich bin wirklich ein hoffnungsloser Fan, ein unbedeutender Nichtsnutz. Aber auch so jemand wie ich hat was, der manchmal im Leben bestützen möchte. Und wenn jemand es wagt, würde daran zu vergreifen, dann mache ich ihm eigentlich endlich Prallat. Aha, okay, die machen einen Special Move. Hey, Zwanky, ich werde deine Hilfe gebrauchen. Ah, okay. Kämpfen wir jetzt an Seite von Bromley, oder was? Team Rainbow Rocket fordert dich raus. Team Rainbow Rocket Rüpel möchte kämpfen. Ja. Ich kämpfe also mit Bromley. Bromley ist auf meiner Seite. Okay.
Okay. Okay. Ja, so viel dazu. Das hätte ich jetzt nicht unbedingt kommen sehen, aber mache ich's halt. Ich meine, Görlapper kriegt's schon gebacken. Und der Bormley, der soll da halt ein bisschen was machen. Soll da ein bisschen was dazu tun. Von mir aus. Durchbruch. Radikal besiegt. Ja, okay, das ging schnell. Aber ich bin immer noch ein bisschen verwirrt. Was ist hier los? Was, wieso der plötzliche Sinneswandel von Bromley? Muss gerechnet gegen diesen Abschaum von dem Skull sollen wir verloren haben. Die Niederlage steht ganz im Zeichen des Regenbogens. Zwangfee gewinnt 3968 Pokémon der neuen Siegreich aus dem Kampf gegen, ich glaube selbst noch nicht, gegen Team Rocket mit Hilfe von Team Skullboss Bromley hervor. Ja, scheint so, als würde hier in diesem Schloss noch einiges an unerwarteten Wendungen passieren. Team RR-Präsident lässt sich. Team RR lässt sich von einem kleinen Kind und einem Hampelmann wie dem da rum unterbuttern. Sieht so aus, als hätte man uns aus dem Weg geräumt. Ja, so schaut's aus. Oh. Geheime Türen. Können wir jetzt hindurch, durch diese Türen? Oder was? Bromley, vielen Dank für deine Hilfe. Pah, ich habe einfach nur zwei Nietzsche gemacht, die mir gewaltig in den Strich gegangen sind und nichts weiter. Das ist... Was ist, wollt ihr hier Löcher in die Luft stacken? Ihr habt doch eine Menge vor euch. Also los. In Ordnung. Lass mich deine Pokémon wieder fit machen, Zwergfee. Lee ist wie immer eine wahre Gentlewoman, eine wahre Heldin. Die hält wieder meinen Pokémon, wenn ich es am dringendsten brauche. Oder halt auch nicht. Naja, Galoppa war kaum geschädigt. Ja, sie hält meine Pokémon. Können wir es mal dabei belassen? Danke. Als Trainer habe ich noch einen weiten Weg vor mir. Ich konzentriere mich einfach darauf, dich zu unterstützen, so gut ich kann. Das machst du schon mal spitzenmäßig und ich kann ja auch sagen, du musst nicht unbedingt Pokémon-Trainer sein, um ein Held zu werden. Du bist es auch, ohne ein Pokémon-Trainer zu sein. Wenn du möchtest, dass ich dein Team wieder fit mache, schau im Zimmer weiter hinten vorbei. Ja,